willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das erste Ausmist-Video aus meiner Ausmist-Reihe. Heute ist das Kinderzimmer dran, was ist der zweitgrößte Raum hier in der Wohnung mit dem meisten Kram. Die zwei sitzen da auf dem Bett, die dürfen nämlich helfen, ne? Die freuen sich auch schon total. Ich bin bewaffnet mit Mülltüten. Lea hatte gar keine Lust, aber da muss sie jetzt durch. Zwei Geburtstage waren jetzt und es steht Weihnachten vor der Tür. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Platz und werden jetzt so alte Spielsachen rausschmeißen. Warte, Schatz. Alte Spielsachen rausschmeißen, die sie nicht mehr bespielen oder die unvollständig sind. Und wir nehmen euch mit. Teilweise mit ein bisschen Musik und teilweise ein bisschen Gequatsche. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und die Kinder sagen jetzt auch viel Spaß. Viel Spaß. Du auch, schnell. Molly hat keine Lust. Aber viel Spaß. So, ich gebe euch jetzt mal einen Überblick, wie es jetzt hier aktuell gerade aussieht. Also die Kinder haben jetzt die letzten 2, 3 Tage sehr viel gespielt und sehr viel Chaos gemacht. Aber dafür ist hier ein Kinderzimmer da. Aber trotzdem möchte ich, dass es hier ein bisschen ordentlicher wird. Die Stofftiere wollten wir mal aussortieren, weil damit wird sowieso nicht mit allen gekuschelt. Und dieses Kallax-Regal mit diesen Dröhnerkisten, jetzt ist natürlich alles total interessant, will ich alle aussortieren, weil 4 sind Joelle und 4 sind von Lea. Und die Kinderküche mal ein bisschen ordentlich machen und Joelles Schreibtisch, weil er geht ja jetzt zur Schule und wird dann auch ab sofort hier Hausaufgaben machen und nicht mehr im Wohnzimmer. Und da will ich jetzt alles ordentlich machen. Ja, Schatz. Und die Kleiderschränke werden wir auch machen. Also macht euch gefasst auf ein sehr langes Video. Und hier unter dem Bett sind auch noch Kisten bzw. Schubladen, die auch noch gemacht werden müssen. Er sammelt jetzt die Wäsche auf. Guck mal, da liegt noch was. Und Joelle räumt schon mal sein Lego wieder in die Kiste. Die werden wir uns aber auch gleich vornehmen. Und ich werde jetzt mich an Leas Schrank begeben. I wanna get cozy, wanna come over. I wanna get moving, grooving. Your folks disapprove it. We can have fun, yeah. Don't need no money. And we can be brilliant without millions. Baby, it ain't no cozy. Wanna come over, I wanna get moving, grooving. Your folks disapprove it, we can have fun, yeah. Don't need no money, and we can be brilliant without millions. Wintersachen gekauft, aber schon vor mindestens 2 Monaten. Einmal bei Lidl gab es, aber das ist ja schon was, ist jetzt nicht so lange her, aber da gab es diese Kinderjacken, diese die hier. Die genau, die habe ich ihr gekauft. Und dann haben wir ihr, das ist allerdings schon was länger her, diese Weste gekauft bei H&M. Oh, ich habe mich so geärgert, die hat da 25 Euro gekostet und Lidl hatte zur gleichen Zeit auch solche, ich glaube für 8 Euro und die sahen wirklich genauso aus. Aber nun gut, ja, Mama, so ist es. Auf den Pappkarton will ich da auch was basteln. Ja, kannst du. Da stand mir ein Loch hier drin. Ja. Und dann ist das am Fernseher. Oh, guck mal, hier ist doch schon ein Loch. Aber ein kleines, ich brauche einen großen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die Sachen und die werde ich jetzt auch mal in den Schrank hängen. Ein Loch. So, Baby, komm wieder raus. Lea ist verrückt. Ich habe ihr gerade gesagt, dass das die erste Spielo war, die ich gekauft habe, wo sie noch in meinem Bauch war. Und dann sagt sie, komm mal, wir machen aus Spiel das nochmal. Ich will gerne noch mein Baby sein. Du bist immer mein Baby, egal wie alt du bist. So, es geht jetzt an die Kisten und ich sehe, da hinten ist ein Puzzle. Ich will helfen. Guck mal, da hinten ist ein Puzzle hintergefallen. Holst du das mal raus? Nein. Ja, das ist bestimmt nicht mehr vollständig. Nein. Ja, müssen wir jetzt mal gucken. Hier ist ja wirklich alles drin. Und Lele, guck mal, was ich gefunden habe. Das hast du eben gesucht, ne? Ja. Bitte. Töpfchen von der Puppe, alles bei den Büchern. Ja, das müssen wir jetzt erstmal sortieren.
Ich habe keine Lust mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt die Betten abgezogen und will heute alle Decken und Kissen noch waschen, inklusive Bettwäsche. Ja, erste Maschine läuft. Dann kommt gleich die zweite rein. Also da werde ich direkt auch die Bettwäsche von Joelle machen und danach die Decken, weil die sind schon recht schnell trocken. Und der Boden sieht immer noch katastrophal aus. Hier liegt einfach immer noch überall was rum. Also so sieht es jetzt hier aus. Ja. Und hier. Ich weiß nicht wann. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hinpacken soll. Gerne sagen, wie oft ihr so eine Grundreinigung mit Ausmisten bei euren Kindern macht. Also ich mache das schon so alle drei Monate, mache ich das locker. Auf jeden Fall immer nach den Geburtstagen und kurz vor Weihnachten, weil dann gibt es wieder neues Spielzeug und dann kann altes weg. Also wir haben jetzt zwei Papiertüten mit Müll hier rausgetragen und wir sind noch nicht fertig. Wir haben schon beim Geburtstag was bekommen, deswegen können auch alte Sachen weg. Genau, wir stellen jetzt gleich mal den Basketballkorb hier auf, dann können die nämlich Basketball spielen. Aber nicht hier. Doch. Nee, warte mal, wenn wir sie werfen, wird die ganze Wand dreckig. Nein, da an die Wand oder so, oder hier in die Ecke. Da. Nee, mal schauen. Ich hol ihn schon. Warte mal, ey. Guck mal, wir können auch das unter deinen Schreibtisch stellen. Was? Die Playmobil-Kiste, die stört dich doch da gar nicht. Das ist doch breit genug. Platz, dann könnt ihr nämlich da Basketball spielen. Ja, dann hol ich den. Noch nicht, hoppala. Jetzt räumen wir erstmal hier den ganzen Kram weg und machen erstmal die Kinderküche sauber. Nein, wir haben es fast geschafft. Nur noch die Küchensache und Pickelbeine, es ist schön. Joelle hat fast gar nicht geholfen. Doch. Also nicht, du hast gestern gespielt. Leute, schreibt mir in die Kommentare, dass ich mitgeholfen habe, okay? So, ich habe mir jetzt hier so einen Leinenbeutel geholt und da packe ich jetzt einfach die ganzen Stoffsachen rein. Also ich mache das immer so und es wird immer schön sauber. Und die fusseln dann auch nicht. Hoppala. Ich müsste es nur gut zumachen. Hey, willst du wieder rein? Und dann habt ihr den Vorteil, dass alles gewaschen ist und der Leinenbeutel für den nächsten Einkauf auch. So. Mach den zweiten Knoten nicht so fest, weil sonst kriegt ihr den nicht mehr auf. So, und das geht jetzt in die Waschmaschine. Ja.
Deswegen. Mama hat gesagt, ich kann nicht gut werfen. Ja, dann zeig ihm doch, dass du es besser kannst. Als ich? Ich habe 10 Punkte gewonnen. Wir haben es geschafft. Das Kinderzimmer ist aufgeräumt und wir haben jetzt den Tag später. Ich habe nämlich gestern noch die ganzen Bettsachen gewaschen. Und kann euch das Zimmer jetzt einmal im Kompletten zeigen, wie es jetzt hier gerade ausschaut. Also bekommt ihr so eine quasi so eine Mini-Room-Tour. So sieht es jetzt hier aus. So. Und falls einer fragt, wie groß dieser Raum ist, es sind 17,5 Quadratmeter. Und das ist ganz ordentlich, denke ich mal, für zwei. Und ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wo ein bisschen was drin ist, also wo was drin ist. Aber eine ausführliche Roomtour gibt es noch, wenn ihr das möchtet. Und ja, also hier ist Joels Schreibtisch, da sind natürlich seine Schulsachen immer drauf. Da unten ist Playmobil drauf, da habe ich jetzt seine Skyliner reingepackt. Und hier haben wir jetzt mal seine, oder die Stifte der Kinder reingemacht, weil das einfach ein bisschen leichter ist, anstatt immer in so kleinen Döschen. Hier ist die Kinderküche. Da habe ich jetzt mal so zum Spielen den Basketballkorb hingestellt. Mir ist leider das Rollo kaputt gegangen, das Rolloband, deswegen kriege ich das gerade nicht hoch. Hier ist seine Paw Patrol Station, das hat er zum Geburtstag bekommen. Und hier ist ja dieses Kallax Regal mit den verschiedenen Dröhnerkisten. Ich zeige euch mal ganz schnell, was hier drin ist. Also hier sind Bücher drin mit ein bisschen Kamera und sein Tablet ist da drin. Da unten sind Dinos, das lasse ich jetzt drin, weil die ist echt schwer. Hier ist nur ein Lotti-Garotti-Spiel. Hier sind die ganzen anderen Spiele. Viel Tipptoy. Wir mussten sehr viel aussortieren. Alle Puzzle waren nicht mehr vollständig, deswegen haben wir die weggetan. Hier sind Leas Püppis. Und diese hier hat auch einen richtigen Strampler von einem echten Baby an. Also es ist so ein Frühchengröße, Größe 42. Und das hier ist einmal 50, auch Babyklamotten. Finde ich einfach schöner als so gekaufte Baby, also hier diese Puppenklamotten. Die ist leer. Warum ist die leer? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hier ist Leas Krimskramskiste drin, das gehört da nicht rein. Aber hier sind so Sachen wie Barbies, hier eher, sie sagt immer Schachtelmännchen, ein paar Ketten, noch ein bisschen was zum Basteln, ihre Portemonnaies und so. Deswegen hat sie das, glaube ich, hier reingetan. Und hier sind ihre ganzen Puppensachen drin, also Babykleidung und Flaschen, Wickeltasche, Badewanne und so ein Kram. Dann sind da ihre Stofftiere und hier ist ihr Bett. Ihr Puppenhaus, das kann ich euch mal sehr gerne verlinken. Das habe ich nämlich bei 1000 Kind bestellt. Das ist ein sehr hübsches Puppenhaus, wie ich finde. Und hier ist Leas Kleiderschrank. Ist noch nicht alles drin, was sie hat, aber auf jeden Fall ist es wieder übersichtlich und aufgeräumt. Da habe ich auch ein paar Sachen aussortiert. Hier ist Joels Bettseite. Achso, hier unten haben wir Lego drin. Die ganze Schublade ist voll mit Lego. Und hier ist kleines Lego, dahinter ist auch nochmal eine. Das ist so eine Autobahn, die im Dunkeln leuchtet. Und hier sind seine Autos drin. Aber diese Kiste, also diese ganze Schublade wird selten benutzt. Und hier ist Joels Schrank, da ist jetzt fast nichts mehr drin, weil ich sehr viel aussortiert habe und noch ganz, ganz viel in der Wäsche ist. Und hier sind so ein paar, das ist unser kleiner Schaukasten, das sind so ein paar Sachen, die Lea im Kindergarten gebastelt hat, fand ich ganz süß so. Und noch ein Luftballon und dann seine Skylander. Ja, der Teppich ist übrigens von Ikea, den müsste ich mal sauber machen. Und der ist von Poco. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde jetzt auch mal Tschüss sagen und ja, freue mich über eure Kommentare. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video auch wieder. Und ich freue mich schon, von euch zu lesen. Tschüss.